MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler. Voran auf, das Spiel beginnt. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator, mit dem Nick. Hallo. Es gibt OMSI bei Nick. Ja. Nach wer hätte das gedacht? Ganz langer Zeit. Und deswegen machen wir das heute zusammen. Bei mir gibt es die Linie 662 vom Viersenplatz zum ZOB nach Sittingen. Wir befinden uns ja immer noch in dem Projekt Sittingen. Und wir fahren den A23 in der CNG-Variante dreitürig aus der Line City Family, von der ihr mir ja schon geschrieben habt. Die gibt es doch gar nicht neu, die gibt's doch schon lange. Ja, seht da mal, habe ich gar nicht mitbekommen, dass es die schon lange gibt. Ja, Peinlichkeiten passieren. Aber die CNG-Variante ist geil, die klingt lustig. Werden wir gleich hören, wenn ich den Motor starte. Also das ist ganz komisch. Abfahrt ist 13 Uhr, 24 Minuten, die 662. Beim Nick gibt's, glaube ich, was zu essen. Bei mir gibt es Städte, ja, was zu essen gibt's später auch noch, ja. Aha. Aber bei mir gibt es jetzt erstmal Städtedreieck V3, die 25 zur Hofbergstraße über Kreuzing Bahnhof mit dem A37 hier. Ja, und auch mit der Sim-News-Mod und um diese Frage ein für alle Mal zu klären. Es gibt das Ding nicht zum Download, ich kann es nicht weiterschicken, es ist eine Mod im Rahmen einer Partnerschaft. Wir können und dürfen da nichts weiterschicken. Auch wenn euch der Fahrplan hier total gefällt. Ich finde den vom Design her auch ganz nett. Aber wir können euch das nicht zur Verfügung stellen. So, Abfahrt ist 13 Uhr. Ich stelle jetzt mal vor, ja, auf. Weil du es gerade hast mit Partnerschaft, dadurch, dass jetzt da fast 2 Monate lang kein OMSI kam und wir sonst nur so Multiplayer-Zeug aufgenommen haben. Auch nochmal für die Leute auf meinem Kanal. Jetzt ist mir der Kollege da reingeknallt. Das ist doch nicht euer Ernst. Wir, also Sim-News ist unser Partner. Das wissen meine Zuschauer noch gar nicht, unter Umständen. Nicht? Nee, weil ich mach sowas ja, wenn dann nur, wenn wir OMSI haben, weil wenn wir zusammen irgendwie Multiplayer-Kram aufnehmen, das finde ich das immer ein bisschen unpassend. Motor an! Wollte ich das hier nochmal erwähnen, weil ja, es schaut ja vielleicht nicht jeder unbedingt bei dir zu. Ist richtig. Boah, der Motor, der klingt so. Boah! Mach jetzt mal Link wieder. Dazu gibt es also zu der Website von denen, den packe ich dann auch mal in die Beschreibung. Ja, ich glaube, ich habe den auch drin. So. Abfahrt. Die CNG-Variante. Aha. So, wie ist denn eigentlich hier der Fahrplan? Wie ist die Lage? Ich weiß jetzt gar nicht, die 25 hat sich ja dezent geändert. Die fuhr ja, glaube ich, vorher zum Nordbahnhof. Da fährt ihr jetzt nicht mal mehr ansatzweise hin. Keine Ahnung, ob ich jetzt zusammenkriege, wie die nochmal fährt. Aber, naja. So, komme ich da jetzt vorbei? Nee, ne? Ich finde das lustig, dass mein VDV die ganze Zeit anzeigt, Bremsbelag zu gering, weißt du? Ja, wenn es wenigstens Zahnbelag zu gering wäre, das wäre ja was Positives. Willst du jetzt sagen, ich habe Zahnbelag oder was? Ja, aber ich wollte das nur mal so erwähnt haben. Also, ob du Zahnbelag hast, weiß ich nicht. Hast du denn schon Zähne geputzt heute Morgen? Ja, natürlich. Was für eine Frage. Und hier leuchtet jetzt auch die ganze Zeit wieder der Rolli, alte Wunsch. Ich bin irgendwie geistig noch ein bisschen abwesend. Stell ich gerade fest. Ich bin gerade einfach mal so losgefahren. 2 Minuten zu früh. Ja, kann man machen. Warum ist bei mir immer der Rolli-Haltewunsch drin? Also es liegt nicht an F12, weil das habe ich extra rausgenommen, dass dann da dieser Wunsch kommt. Das ist irgendwie, aber das macht ja nichts, weil man hört ja trotzdem, wenn ein Haltewunsch und so, ne? Und, ja. Achso, ich muss mir erst wieder daran gewöhnen, dass ja beim A37 der halt, ne, wobei der wird auch ein Display angezeigt, oder? Ja. Ja. Ah nee, stimmt das. Oh Gott, ey. Ich merke gerade, ich bin du hast wieder doch zu diese selten gelbe Fahrt. Lampe. Ich hatte jetzt ja genau, aber diese gelbe Lampe, dieser Nupsi da, der ist ja nur dafür da, das zeigt ja nur an, dass die Haltestellenbremse aktiviert ist. Nächste Haltestelle. Ja.
Ostrampe. Ich habe das jetzt gerade wieder vertauscht mit dem V3D Line City, was sehr interessant ist, weil ich den eigentlich auch so gut wie nie fahre. Weil ja. Da leuchtet ja nur der Nupsi für den Haltebus. Da leuchtet nur der Nupsi, genau. Also man könnte auch Knopf sagen, aber Nupsi ist ein tolles Wort. Der Nupsi. Oh, jetzt findet er hier den Gang wieder nicht. Was ist das? Welchen Bus fährst du nochmal? Den A21-Dreitürer aus der Line City Family. Achso, die habe ich noch gar nicht. Gibt's die denn schon offiziell oder hast du was vorab bekommen da? Nee, die gibt's offiziell bei Facebook. Achso. Ich kann dir aber. Ja, ich kann krieg dir so viel mit momentan. Kann dir aber das Archiv schicken, weil du bist ja nicht bei Facebook. So, hier das Ganze, der Drucker und das Ibis und der Fahrplan in diesem veränderten Design. Das kommt übrigens auch von Simnews, aber das ist noch nicht mit Dingens. Aber das hat Mario ja am Anfang schon gesagt. Genau. Glaub ich. Oh, ich hasse das, so aufzunehmen, wenn ich noch nicht ganz so lange wach bin. Ich merke immer, wie meine Stimme so ein bisschen im Eimer ist dann. Abgesehen davon, dass ich sowieso seit 2 Wochen oder so Husten und Schnupfen mit Tee unterdrücke. Aber abgesehen davon, dass du eh schon seit 2 Wochen völlig im Eimer bist, ne? Ja, genau. Oh, der CNG lässt sich aber gut. Nächste Haltestelle, Freiheitsplatz. Wie gesagt, den A23, den zeige ich nicht, der ist einfach kaputt. Also der ist wirklich mega kaputt. Der schmeißt dich dann auf einmal, schmeißt er das Gelenk zu irgendeiner Seite und dann stehst du da auf einmal irgendwo quer auf der Straße. Warum zum Teufel findest du... Der Gelenkbus ist mega kaputt, mache ich jetzt mal keinen Münchenwitz. Er funktioniert ja mittlerweile. Ja. Ich weiß gar nicht, ich hab im Moment so viel um die Ohren, ich habe gar nicht geschaut, ob es mittlerweile jetzt ein Update zu dem A23 gab von München. Da werde ich aber mal nachschauen. Weil vielleicht ist da ja jetzt endlich ja mal was passiert. Das letzte mir bekannte Update war ja tatsächlich die Nachttexturen und so ein Kram. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe nur ein Video direkt nach Release gemacht und eins dann nach dem ersten größeren Update, was auch den Gelenkbus gefixt hat und das war's dann. Den Gelenkbus, besonders den Gelenkbus gefixt, weißt du, alles im Gelenkbus, im Vorderwagen funktioniert soweit und alles im Nachläufer funktioniert nicht, keine Stopptaster, nix. Was ich sagen wollte, man konnte ihn fahren. Ich wollte gerade sagen, nimm das sofort wieder zurück. Gefixt. Wobei mir das gar nicht so aufgefallen ist tatsächlich, dass im hinteren Teil... Ja, mir schon, weil ich bin ja so ein Korinthenkacker, wie die meisten festgestellt haben. Ich eigentlich auch so ein bisschen. Ach, jetzt bin ich hier wieder wo eingebogen, wo ich gar nicht einbiegen darf. Das passiert mir... Ja, lass das doch mal sein. Das passiert mir hier immer. Immer passiert mir das, dass ich... Das Einzige, was mich ein bisschen stört hier am A37 oder an vielen anderen Bussen, ist, dass der keinen Retarder hat. Das ist echt, wenn man häufig den Morphy Citaro fährt, ist das ein Luxusproblem. Ja. Da fehlt einfach was. Nächste Haltestelle, Rieddorfring. Ach komm, da fahren wir jetzt. So, da rechts muss ich halten. Hallo. Hallo. Guten Tag. Nein, nicht Adalbert. Stifterweg. Adalbert? Adalbert Stifterweg, genau. Alles klar, Nick. Ist okay. Wir fahren übrigens über Hallenbad. Nächste Haltestelle: Rathaus City. Bei dem Wetter. Über Hallenbad. Naja, immer noch besser als über Freibad.
Wie ist eigentlich Wetter bei dir so kalt. In der Realität gerade? Kalt. Kalt. Okay. Kalt und grau. Hier geht's. Hier war vorhin auch mal für 5 Minuten die Sonne draußen. Ich habe mich selber erschrocken. Ja, hatten wir auch. Die hat sich auch mal ganz kurz blicken lassen, so nach dem Motto, hallo, mich gibt's noch, aber ich habe heute keinen Bock, ich gehe wieder. Ja. Ja, so ungefähr. Aber es ist tatsächlich nicht so kalt bei uns hier. Ja, es doch, geht. Hier schon. Hallo. Guten Tag. Schön. Hallo. Also bei der Dreitürer-Variante ist nichts mit dritte Tür ist automatisch. Die müsst ihr selber betätigen. Ich habe mir das, wie gesagt, auf STRG. Das ist für mich ja schon ein Grund, den nicht zu fahren. Ja, ich habe mir das einfach auf STRG Umschalt und Minus gelegt. Wie ist das beim Gelenkbus? Also hast du das ausprobiert oder hast du den direkt wieder... Beim Gelenkbus ist per Freigabe. Okay. Meine ich mich zu entsinnen, dass das... Alles andere hätte ich jetzt auch nicht lustig gefunden, muss ich sagen. Auf welchem Bus basiert denn eigentlich diese Stadtbusfamilie? Auf den Lion Cities, also auf der A21, auf der Lion City Familie. A21, A23. Von V3D oder wie? Ja. Ah, okay. Gibt es sowohl mit der MAN-Pille als auch mit VDV, das finde ich ganz nett. Oh ja. Weil ich mag die MAN-Pille nicht. Deswegen gibt es die auch mit VDV. Ich weiß nicht, das sieht auch immer irgendwie so ein bisschen aus, als wäre das Lenkrad zu klein geraten. Ja, schon irgendwie. Mir hat auch einer in die Kommentare geschrieben, man könne Dashboard verstehen. Ich nur gerade nicht. Aber vielleicht ist das auch bei der MAN-Pille, weil bei der MAN-Pille war es ein bisschen tief. Sah ein bisschen komisch aus. Weil hier jetzt so mit dem VDV... Wobei, dass es komisch aussah, kann auch an der MAN-Pille gelegen haben. Ja, gut. Fahr doch, dann komme ich da auch noch rüber. Nein, du bremst jetzt nicht. Das hier ist eine meiner Lieblingsampeln im Städtedreieck. Man steht hier völlig unnötig rum, nur damit einer innerhalb von einer halben Stunde mal von diesem Parkplatz runterkommt. Hallo. Ich hätte gerne einmal Schüler. Danke. Einmal Schüler. Zum Mitnehmen oder zum Hieressen? Türsounds sind auch nicht ganz stimmig. Stell ich mal so fest. Ach, und wieder rot. Ist das euer Scheiß Ernst? Ja, ich muss ja auch an jeder Ampel warten. Aber der CNG klingt ganz ordentlich. Wir haben ja hier auch noch einen alten MAN-CNG rumfahren. Ich glaube, ich saß tatsächlich noch nie in einem CNG-Bus. Ich sag immer liebevoll bei uns, die mit dem Surfbrett oben drauf. Wobei, was haben die Augsburger nochmal für C2? Das war kein CNG, ne? Boah, keine Ahnung, was die Augsburger haben. Mir ist egal, was die Augsburger haben. Die Augsburger haben. Weil die haben, also die haben auf jeden Fall irgendwas anderes. In den C2 saß ich mal drin, als wir im Urlaub waren. Ich weiß nicht, ob es kann da sein, dass es Wasserstoff ist? Das kann auch sein, ich weiß es nicht mehr. Das kann so, doch, ich glaube, das kann sogar sehr gut sein, weil war Augsburg nicht der erste Betrieb, der die Flotte da irgendwie mit ausgestattet hat oder komplett umgerüstet oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas anderes, das war ja im Prinzip auch nicht viel anders. Müsste aber Wasserstoff sein. Sag mal so, hätte man jetzt nicht gewusst, dass das ein anderer Antrieb ist, wäre es vermutlich nicht großartig aufgefallen. Also.
Leuten, die sich wahnsinnig gut damit auskennen, vielleicht schon, aber ich... Geh zu jetzt! Aber schöne C2s haben sie, muss man den ja lassen. Na, no, keine Ahnung. Wobei ich tatsächlich fand, die Stadt an sich ist relativ unspektakulär. In Augsburg war ich tatsächlich jetzt so, noch nicht. Jetzt so vom Urlaub erzähle, 2,5 Monate danach. Ja, ne, in Augsburg war ich tatsächlich schon mal in Augsburg. Noch nächste nicht. Haltestelle, obere Kolonie. Ich überlege gerade, kriege ich jetzt Hau, wenn ich sage, brauchst du auch nicht hinfahren? Naja, also Augsburg ist mir aus Kindheitstagen natürlich ein Begriff wegen der Augsburger Puppenkiste, aber... Ja, okay, aber... Ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass... Ansonsten fand ich, also das liegt halt vielleicht auch, kommt halt vielleicht auch drauf an, in welcher, hallo, ich sag jetzt mal, Altersgruppe man sich befindet. Je nachdem findest du natürlich das ein oder andere interessanter oder weniger interessant. Aber für mich war jetzt irgendwie Augsburg wirklich unspektakulär. Augsburg. Ja. Mhm. Und der Hauptbahnhof ist komplett zum Vergessen. Also, das ist tatsächlich der schlimmste Hauptbahnhof, den ich bis jetzt gesehen habe. Ja, gut zu wissen, dass es Signal Iduna gibt. Nächste Haltestelle, Leibachstraße. Leibachstraße. Kann ich mir hier einen Bach leihen für unterwegs? Oder? Ach, lassen wir das. Der war jetzt wirklich... Ja, nee. Ja. I know it. Der hat mich jetzt so geschockt, dass mir 3 Sekunden mehr nach nicht war. Was hab ich denn berührt? Ach, dieses dämliche Schild hier. Markierung fehlt. Ich glaube, wir brauchen wieder Achtung Schildschilder. Ja, vielen Dank. Sag das nicht zu laut. Ich weiß... Kann da jemand eine Karte bauen? Nee, hör auf. Der Kevin, unser Repainter, baut doch gerade, oder nicht? Ja, Brackenheim, genau. Nein, ich will auf Brackenheim keine Achtung Schildschilder. Nein. Nein. Kevin, nein. Einfach nein. Kevin, sei kein Alpha-Kevin. Hör nicht auf Nick. Lass das. Wir haben zu lange nicht um sie zusammen aufgenommen, merke ich gerade. Ja, nein. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Nein, aber nein, aber doch, aber nein, aber nein. Computer sagt nein. Du bist doch mein allerbester Freund. Nein, Achtung, Schildschilder sind scheiße. Die braucht kein Mensch. Oh, ja. Okay, die Kurve hatte ich jetzt nicht mal mehr so eng in Erinnerung. Außerdem ist OMSI doch so ein realistischer Bussimulator. Mach das nicht kaputt mit einem unrealistischen Achtung, Schildschild. Ja. Ja gut, außer dass ich über den Gag das ganze OMSI-Forum aufregen würde, ja. Ja. Oh, wie lange, traurig, aber wahr. Wie lange mir das schon nachläuft mit Achtungsschild. Seitdem ich in Oberbillig, als ich mit Andi unterwegs war, gegen dieses Scheißschild gelaufen bin. Ohne Scheiß. Seitdem läuft mir das nach. Andis Göttergattin hat damit angefangen. Nächste Haltestelle. Achtungsschild. In Grünland. Mit dem Achtungsschild. Und das hat sich dann so durchgezogen. Dann tauchte es in Facebook-Kommentaren auf. Dann tauchte es in meinen diversen Gruppen auf. Also, das ist ein Fluch, ist das mit Achtung Schild. Ja, Sachen, die du nicht mehr loswirst. Ja. Das ist halt wirklich so ein Running Gag, ey. Ja, wobei ich finde, wir hatten den jetzt schon länger nicht mehr. Also das, ja, das ist auch ganz... War mal wieder nötig. Nee. Schönen guten Tag. Jawohl, den A37 mal wieder treten, das ja, geht gut voran, macht Spaß. Ertreten ist bei mir im Moment nicht angesagt hier.
Aber ich fahr tatsächlich mal verkehrskonform. Nein! Boah! Sittingen West. Ja, ich bin abgebogen und hab den nicht gesehen. Ist aber nichts passiert. War mehr Platz, als ich dachte. Sittingen Westbahnhof. Achso, nee, eine Tageskarte. Ist das hier auch der Westbahn? Hallo. Hallo. Ja, hallo. Tatsächlich. Ich wusste nicht mal, dass Sittingen einen Westbahnhof hallo. Hat. Ja. Hallo. Oh, hier bimmelt schon wieder der Bahnübergang. Ich muss ja mal sagen, ich bin hier mit den Regionallinien öfter mal durchgefahren, letztens, also so in letzter Zeit. Das war mir irgendwie lieber, als an jedem Briefkasten zu halten. Nächste Haltestelle, Jägerstraße, SVB Betriebshof. Aha, Jägerstraße, SVB Betriebshof. Ich verstehe gar nicht, warum dieser Bahnübergang bimmelt. Da fährt doch eh nichts. Als jetzt jemand fragt, wofür steht denn SVB? Sittinger Verkehrsbetriebe. Das Schöne ist hier bei der Lion City Family, die kannst du echt lange ausrollen lassen. Die haben einen echt langen Rollweg. Seit wann lässt du Busse ausrollen, anstatt einfach 5 Meter vorher voll in die Bremse zu latschen? Ach ja. ganz neue Seiten hier. Ich glaube, ich habe zu lange nicht in deine Omsi-Folgen reingeschaut. Bin ich hier jetzt... Nee, ich bin hier nicht richtig, ne? Oder? Doch? Ja, nein, vielleicht? Ich weiß es nicht. Oma, was stehst du so nah an mir? Wolltest du ein Ticket haben oder was? So, ich glaube, jetzt komme ich dann gleich in einen neuen Streckenabschnitt, wenn ich jetzt richtig gefahren bin. Also neu in Anführungszeichen. Ja, ja. In der V3 neu. Als sie rauskam vor 2 Jahren oder so. Aber die 25 bin ich echt. Nächste Haltestelle. Ich glaube, wenn er nur einmal gefahren ist, so bis jetzt. Oh, doch, die bin ich schon mal öfter. Macht Spaß. Meine Damen und Herren, rechts sehen Sie den Betriebshof. Diese Baustelle hier. Boah, Entschuldigung, das ist ein bisschen eng hier. Weiß auch nicht, wer sich das überlegt hat. Hallo, guten Tag. Er wollte wahrscheinlich genau dich ärgern. Wie immer. Ja, das ist ja meistens so. Hm? Immer auf die kleinen Armen hilflos. Och Typ, kannst du bitte wenigstens blinken beim Abbiegen, damit ich auch Bescheid weiß, dass ich nicht direkt mit Vollgas losfahren kann hier? Nein. Ich bin gleich schon da.
Ja, ich nicht. Wobei, jetzt soweit habe ich es auch nicht mehr. Also 9 Minuten, ja gut. Verdammt, jetzt sind wir fast auf dem Bordstein hochfahren. Streck das mal ein bisschen. Wir haben zwar jetzt weder ein noch aussteigende Fahrgäste, wir halten aber trotzdem. Ich habe auch schon plus 1. Wie kann das eigentlich sein, dass du Verspätung hast und trotzdem irgendwie 8 Minuten vor mir da bist oder so? I don't know. Welle. Rote Welle. Oh, 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 oh. Der nächste Halt ist Bahnhofstraße. Hat er gar nicht angesagt, die Bahnhof. Nee, war leider aus, die Ansage. Ja. Ja, war aus, genau. Aha. Aha. Ist ein dummes Wort. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich langfahren muss. Ich tippe geradeaus. Omni Navigation cleared. Hier steht gar nichts, das ist ja praktisch. Ja, Rassinger Weg passt aber schon mal. Ja, ich denke mal, ich muss geradeaus fahren. Ich wusste gar nicht, dass die zwei Fahrwege hat, die 25. Nächste Haltestelle, Bahnhofstraße. Ach, jetzt kommt die Ansage Bahnhofstraße. Okay. Ach, hier komme ich raus. So, bitte sag mir, dass ich links rum muss und nicht rechts rum. Guten Tag. Jawohl. Ach ja, hier ist ja die Ampel kaputt. Da war ja was. Nächste Haltestelle, Zopp Sittingen. Läuft ja, jetzt kommt meine Schwester hier wieder reingestampft. Böser Niklas. So, ich muss ab hier mit Pfeilen fahren, sonst verfahre ich mich komplett. Ja, also wenn wir manche Rocket League-Folgen aufgenommen hätten, was hier abends so abgeht teilweise, das darf man niemandem erzählen. Immer nur rot. So, ich bin jetzt am Zopp. Ja, ich nicht. Nee, du hältst ja auch nicht. Du fährst ja auch nicht zum Zopp. Das ist richtig. Cool finde ich aber auch wieder das Schild. Hofbergstraße über Kreuzing Bahnhof. Also Kreuzing Bahnhof ist der vorletzte Halt. Ja. Ah, sehr schön. Als was würde es jetzt weitergehen? Ah, als 663 nach Stadtmitte. Mhm. Stimmt. Stimmt. Ja, hier gibt es ja Linienwechsel.
Bin ich doch mal so nett und stell den Bus dem Kollegen noch an die Startposition. Wobei die Kiste eigentlich ja in die Werkstatt gehört mit den Bremsbelägen. Ja, ist nicht so wichtig. Haltestelle, Schaufelberger Straße. So, ich hab's gleich. So, angekommen. Rechts rum. Kann der eigentlich ein anderes... Aber ich bin pünktlich. Nee. Da okay, Borussia Sittingen. Kein Zustieg, das ist interessant. Leerfahrt. Sittingen bewegt. Ich habe Pause. Genau. Wow, hier auf der Stele steht Rathaus Spandau. Und darunter Zob Sitting 2B. Hat man sich das geliehen, ja? Übrigens sehr schön bei dem Bus hier, hier auch ausmodelliert, ne? Nur texturiert, sondern ausmodelliert. So, ich bin dann auch mal angekommen. Das ist schön. Übrigens, Nothähne funktionieren auch. Och Mann, ich fahr doch eh nicht mehr zurück. Hätte auch dieses Einsteigen sparen können. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, in diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö. Tschüss.